Und willkommen zurück zu Anno. Kann das so gedruckt werden? Der Redakteur kündigt eine neue Ausgabe der Zeitung an. Okay, gucken wir erstmal da rein. Wagemutter Expansion. Markus erschließt in einem mutigen Schachzug neuen Sektor. Ja, neue Insel. Paradies auf Erden. Sehr gut. Und Rivale holt sich Anteil zurück. Ja gut, das ist halt so. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge habe ich mich wieder mit sehr vielen Mods beschäftigt. Eine Mod hat mir dazu den Anstoß gegeben, und zwar von Emily in den Kommentaren, die mir gesagt hatte, es gibt da eine schöne Mod in der alten Welt, und zwar hier More Variety Old World, dass wir hier ganz viele neue Sachen haben, sehr viel Dekoartikel einfach, ja, dass man hier so Boote hinsetzen kann und so weiter und sehr viel Industriesachen auch. Sehr, sehr cool das Ganze. Habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Finde ich es mega. Nee, das ist aber auch ein cooles Rathaus irgendwie. Ja, auf jeden Fall auch so ein Riesenrad als Theater bzw. Rarität. Ein anderes Clubhaus. Das hier verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, das Teil. Aber ist trotzdem cooles Ding. Vielleicht kann man das irgendwie ja einbauen. Vor den Toren der Stadt. Da gibt es auch super viele neue Sachen. Hier auch so eine Mine und so weiter. Auf jeden Fall ähnelt die sehr dieser Safari-Mod zu Old Mbesa, die mir Sonny empfohlen hatte. Deswegen auch beide nochmal Dankeschön. Und hab dabei dann im Nexus-Mod-Ding nochmal ein bisschen gestöbert, was es da so gibt. Bin dann wirklich mal durch die ganzen Anno-Mod-Buildings und so weiter durchgegangen. Und hab dann noch einige Sachen entdeckt, die mir alle sehr gut gefallen. Darunter zum Beispiel besanische Straßen. Einmal den normalen Feldweg und auch nochmal den Pflaster, den ich echt saut cool finde. Ach, darüber kann ich den gar nicht machen. Aber wenn man den jetzt hier mal zeigt, na, das ist einfach so eine Mischung, würde ich sagen. Die passt auch nochmal ganz gut in so Bauerndörfer. Ist aber so gleich gepflastert. Also könnte man sich überlegen, ob man das hier vielleicht ein bisschen hinpackt. Aber... habe ich jetzt noch nicht. Also ich habe jetzt nichts an dieser Welt verändert bisher. Hier aber noch eine Kapelle habe ich noch runtergeladen. Also es sind einige Sachen wieder dazugekommen. Was war das denn? Zielstraße. Ja, die fand ich ein bisschen heftig. Das war die, ne? Ja, genau. Also da kriege ich, weiß ich nicht, Augenschmerzen bei so vielen Details. Mal gucken, ob wir die irgendwann mal reinbringen. Hab hier noch Lagerhaus und Depot. Und das ist wiederum sehr interessant. Keine Ahnung, ob wir das jetzt hier irgendwie einbringen können. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist sozusagen die Hafenstadt. Aber an Land. Also sozusagen können wir dann an Land die Hafenstadt ein bisschen fortsetzen. Die scheint aber bei mir, zumindest das, was ich runtergeladen habe, momentan noch ein bisschen buggy. Ich weiß gar nicht, war das hier ja. Also das hier ist alles cool. Keine Bugs drin. Aber es gibt hier zwei verschiedene Variationen. Und wenn ich da drauf gehe, dann fehlt das halbe Gebäude. Und hier genauso. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich dazu noch irgendwas anderes runterladen muss. Aber fand ich trotzdem schon so allein, ist sie schon echt super. Dann so eine Unterführung und so weiter und noch ein anderes Dingens, so als Lagerhaus-Variante. Kommen wir dann zu gegebener Zeit irgendwann mal zu, dass ich das irgendwann einsetze. So, eigentlich will ich jetzt keine Mod-Vorstellung machen, aber ich will mal ganz kurz durchgehen. Zielstraße 2? Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe auch kein Icon. Keine Ahnung. T, das ist noch was anderes. Ja, okay. So, und unter diesem Tab haben wir jetzt sogar noch, das ist, also die Mod habe ich nur runtergeladen, weil die gebraucht wurde für eine weitere. Und zwar habe ich eine Mod runtergeladen und dazu gehörte dann nochmal so eine Untersortierung. Ich wünschte, alle Mods würden hier drunter sortiert werden und nicht unter die anderen Sachen fallen, aber naja, egal. Und zwar haben wir hier alles zum Thema Straßen hier drunter. Und hier gibt es so viele neue Straßen. Und ich dachte, für einen kurzen Moment, ich habe mir umsonst so viel Mühe gemacht, weil hier ist jetzt diese Straße wieder bei. Aber hier hatte ich wieder das Problem, dass sie sich wieder mit allen Sachen verbindet. Und deswegen ist alles gut. Ich hab nicht umsonst Mühe gemacht. Also hier haben wir dementsprechend alle Straßen nochmal drin. Die war in der Mod, wo es um Kreisverkehre ging. Und da musste ich dann auch erstmal gucken, wie wir die unterbringen. Ich habe das alles in einem anderen Save-File auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Aber es gibt super viele schöne Straßen hierbei.
Mal gucken, ob wir die irgendwie mal verwenden können. Dann gibt es auch noch Brücken. Also hier gibt es ja so natürlich Wasserkanäle. Die finde ich aber ehrlich gesagt nicht so hübsch. Würde dann eher zu dem See hier greifen. Aber da gibt es dann noch so mal so ein paar Brückendinger, die man da drüber bauen kann. Sehen super schön aus. Und dann noch mal ein paar Sachen für den Hafen. Und da finde ich auch wieder, ey, ehrlich, ich liebe es einfach, dieses Modding. Bin da so verliebt drin. Aber wir können hier einfach mal so ein Steg lang machen. Ne? Also man kann generell hier so ein, wenn man nicht Platz hat, man kann hier so ein Steg lang machen und dann, na, hat man hier einfach Straßen. Dann hat man so eine Kaiküste. So eine mit Dach sogar drüber. Ein bisschen Metall. Dann irgendwie mit roter Straße. Keine Ahnung. Kai-Straße rot. Und eine mit einem Geländer. Ey, ehrlich. Und dann sind das auch noch solche, ja, keine Ahnung, so Unterführungen drin. Einfach herrlich. Wirklich, ich bin komplett verliebt. Ich könnte den kompletten Hafen, glaube ich, nochmal umbauen mit den Sachen und er wird nochmal schöner aussehen. Machen wir es natürlich nicht, der ist schon hübsch genug. Aber gibt einige neue Mods, die ich jetzt runtergeladen habe. Viele Mods, die auch erst in einer späteren Zukunft spielen, wenn wir Ingenieure und Investoren und so weiter haben, aber da kommen wir nochmal zu. Jetzt lass uns erstmal in Kuba weitermachen. Wir haben hier noch ein bisschen was offen. Wie weit sind wir jetzt beim letzten Mal gekommen? Also die Produktion von Alpaka-Wolle steht. Das heißt Ponchos. Wir haben aber zweimal die Dinger. Aber du einmal Poncho, oder? Ist das richtig? Also jetzt mal tatsächlich eine Folge, wo ich nicht vorher geguckt habe, was gerade so Sache ist. Weil ich mich jetzt so viel mit Mods schon beschäftigt hatte. Also ich starte einfach mal rein. Wo muss ich gucken? Ponchos. Ich finde hier nie was, weil es schon auf der zweiten Seite ist. Das nervt immer. Baumschulen zum Beispiel sind auch verändert jetzt. Also hier 30, 30. 2, 2. Hä? Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, habe alles richtig gemacht. Also das passt. Die Bananen haben wir hier hinten. Das sollte passen. Und jetzt braucht ihr noch eigentlich noch Rum, ne? Also das brauchen wir nicht unbedingt. Aber den Rum würde ich den trotzdem schon mal gerne geben. Einfach damit die ein bisschen zufriedener sind. Und wir können hier Zuckerrohr anbauen. Also machen wir das auch. So, dann gehen wir hier nochmal hin. Nee, wo ist denn Rum? Hier. Okay, baue ich das hier einfach dran? Ja, ich glaube schon. Ich möchte das ehrlich gesagt schon ganz gerne bis hier hinten so ein bisschen voll haben. Weil ich hier gerne noch irgendwie noch eine Bananenfarm mehr dran haben möchte. Vielleicht machen wir die doch eher auf dieser Seite. Vielleicht machen wir hier mal so eine Straße lang. Ich glaube, ich mache die sogar hier einfach an den Weg dran. Hier darf das ruhig mal ein bisschen simpler sein. Aber wir machen jetzt hier direkt einen kompletten Hof. Wow. Shit, das stimmt, das war so. Das ist immer nervig. Das Ding so ineffektiv ist. Aber ich brauche davon zwei und dann zwei Zuckerrohrplantagen. Was immer super übel ist. Machen wir das mal an der Straße. Vielleicht so. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Platz dazwischen. Und wir brauchen natürlich auch noch was für Dünger. Und, mal langsam, was ich mir auch überlegt habe, wir könnten doch eigentlich sofort mit Traktoren beginnen, oder? Wir haben das doch schon. Nee, wir haben nur Strom. Aber wir haben noch keine Traktoren freigeschaltet, obwohl das wäre hier. Hier haben wir es auch. Stimmt, hatten wir, genau. Ah, da fehlt Stahlbeton. Das können wir nicht herstellen, weil wir keine Ingenieure haben. Aber das wäre so gut. Wenn wir damit hier schon anfangen könnten, einfach. Auf was für eine Range das hat. Und schon fast bis hierhin. Ja, bis dahin muss es schon noch. Heftig. Also so, und dann nimmt man sich einfach ein Teil und dann hat das das. Muss man hier nicht unbedingt halt eine Zugverbindung hinmachen, obwohl ich das eigentlich ganz hübsch finde.
Von daher weiß ich noch nicht genau, ob wir das machen. Ja, aber wir haben eh keinen Stahlbeton, ne? Fenster wäre kein Problem. Ich weiß nicht, können wir rein theoretisch was importieren? Boah, das fände ich richtig gut, aber ich glaube, das dürfen wir noch nicht. Nicht, solange wir keine Ingenieure hatten. Oder wir müssen tatsächlich mal anfangen und Ingenieure machen. Okay, Bier ist komplett voll. Vielleicht machen wir das mal raus. Aber so ein bisschen Bier sollte ich wieder drin lassen. Nicht komplett verschwindet. Lass mal hier drin einfach gucken, was uns gerade so ein bisschen fehlt. Diese haben wir gar nicht, aber brauchen wir auch nicht. Wir sind echt gut aufgestellt, muss ich sagen. Paprika brauchen wir nicht. Hier, Pelzmäntel wäre eigentlich noch nicht so schlecht. Das ist nicht ganz voll. Machen wir das mal. So, aber hier ist nichts von... Nee, Stahlbeton, es wird nicht mehr angezeigt. Es wird wahrscheinlich hier irgendwo... Da oder da... Nee, da nicht. Hier... Hm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das fällt. Aber es ist nicht da. Brauchen wohl echt Ingenieure. Mist, ey. Wir haben halt schon 100 Ingenieure. Ich muss wahrscheinlich einfach kurz einen machen. Ich möchte die halt hier in der Stadt nicht haben. Das ist mein Ding. Weil ich finde die einfach hier nicht passend in der Stadt. Oder wir müssten mit den Reihenhäusern anfangen. Aber das ist so ein Thema, das will ich einfach noch gar nicht. Die Waffenruhe wurde beendet. Oder ich lasse es einfach mit den Tankhöfen. Weigere mich davor, das zu machen. Will das einfach noch nicht. Will die Ingenieure wirklich erst in Cap Trelawney haben. Waffenstillstand. Du findest, das war ein. Wir nehmen 54 es. Mittlerweile. Sie hatten hier sind recht. Wir mittlerweile bei 65. Also da können wir vielleicht bald mal anfangen, mit ihm hier wirklich einen Friedensvertrag zu machen. Wie sieht das bei Bente und denen aus? Oh, hier hast du nur Frieden. Mit ihm hast du eine Allianz. Aber pass auf, ne? 75 ist gar nicht mal so schlecht. Du müsstest eigentlich mal einen Handelsvertrag mit der hinkriegen. Bloß keinen Krieg, bitte. Das wäre nicht schlecht. Aber wohin damit? So, dann machen wir jetzt erstmal hier so einen Hof hin. Hier lassen wir noch ein bisschen Platz für weitere Bananenhöfe oder so. Keine Ahnung. Mal schauen. Okay, das ist jetzt erstmal die Grundkonstruktion. Bin ich ganz zufrieden mit den Kanten hier. Vielleicht kann man ja hier wirklich mal anfangen. Eine andere Straße nehmen. Probier's mal. So, Streets. Jetzt gucken wir uns die mal an. Also, es gibt die gepflasterte. Es gibt die hier. Das Ding. Das ist eher so ein Kies-Ding. Finde ich auch sehr cool. Ist aber auch nicht eher so das, was wir hier brauchen. Wahrscheinlich hiervon eher nichts. Vielleicht ja das Ding eher. Also sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, muss ich sagen.
Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Bis auf diese Kante hier. Aber vielleicht müssen wir dann einfach noch einen weiterziehen. Hallo? Mach wieder normale Geschwindigkeit. Und dann bündelt sich das vielleicht auch besser ein. Weil dahingehend ist ja eh Gras. Also wir haben hier zwei so Hütten. Die Leute, die hier so ein bisschen leben und arbeiten. Deren großen Fabriken. Von denen ich auch gerne andere... Oh. Hat eine Aufgabe von ihm. Hab ich verpennt. Die zwei großen Fabriken, von denen ich gerne ein paar andere Styles hätte und so. Und andere Skins hätte. Wäre super. Aber naja, geht halt nicht. Altbekanntes Problem. Ich habe hier hinten auf jeden Fall noch ein bisschen erweitert, das Ganze. Bisschen größer aus. So, und hier dann die Zuckerrohrfarm. Die arbeiten sogar mit jeweils 200%. Also wir könnten die hier auch noch viel, viel besser machen, ne? Oder davon noch welche in die Stadt setzen. Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wir brauchen halt nicht so viel, ne, eigentlich. Naja, egal. Ich lasse es jetzt erstmal so laufen. Haben wir ein bisschen mehr Zuckerrohrüberschuss und so weiter. Und können zu Not noch Fabriken dazu setzen. Das stört jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt nicht so teuer, wenn da halt ein bisschen mehr produziert wird. Was haben wir hier noch so drauf? Was? Ein bisschen Holz. Apropos Holz. Ich weiß jetzt gerade... Was ist denn hier los? Boah, das hat ja überhaupt keine Range. Interessant. Wusste ich gar nicht. Muss direkt neben so ein Lagerhaus wohl. Ja, okay. Da musste sich das da herholen. Können die dann alle zum Lagerhaus? Ja, sieht gut aus. Und machen wir das hier noch. Okay. Damit haben wir das. Und jetzt kommt das eigentliche Ding. Von unserer Kuba hier. Nämlich... Das Krankenhaus. Nein, Spaß. Der Zigarrenkram. Hiervon würde ich gerne noch ein bisschen mehr haben. Dann machen wir jetzt die ersten Obrera. So ein bisschen immer in den Innenstadtbereich. Außerhalb sind dann halt eher Bauern. Das passt schon mal ganz gut. Ich würde ganz gerne... Das Schiff ist schon mal leer. Du kannst schon mal nach Hause. Wir haben hier hundertprozentig noch Items, die wir nutzen können. Ich habe ja ein bisschen was mitgenommen. Zusatzeinnahmen aus Bier, Schnaps, Sekt, Rum. Okay. Arbeitskräfte plus 30%. Aber sowas meine ich. So, und das... wie war das jetzt hier nochmal? Da haben wir nichts bei gehabt, ne? Da war kein Tabak. Aber wir kriegen, glaube ich, irgendwoher noch Tabak. IT, nö, nö. Wir müssen, glaube ich, nochmal bei der Alten vorbeischauen, ob wir da ein bisschen was kriegen. Bei Isabel. Ich glaube, mit dem Ding sind wir schon mal ganz gut aufgestellt. Plus 30% einfach schon mal. Ich glaube, ich brauche den ganzen anderen Kram hier erstmal nicht. Aber das spare ich mir. Obwohl, komm. Den nehme ich noch mit. Und dann fährst du mal rüber. Haltet sie auf Kurs. So, und dann das... Raum rüber. Das Holz. Jetzt ist die Frage, wo setzen wir diese Tabakplantage hin? Ich meine, das soll irgendwann mal die ganze Insel bedecken. Also hier werde ich überall nur Tabak platzieren. Nur hier hinten halt ne, ein bisschen Versorgung für die Leute, die hier leben. Hier kommt so ein bisschen die Stadt hin. Also hier hinten hin will ich das ein bisschen offen lassen. Nicht, dass hier wahrscheinlich überall hin Stadt hinkommt. Ich denke mal, der Bereich, wo jetzt so ein bisschen das Rathaus ist, bis dahin sollten wir vielleicht mal eine Linie ziehen. Ungefähr bis dahin soll Stadt werden. So dieses Eck hier. Und ab hier darf dann... Vielleicht fangen wir dann auch einfach in diesem Eck an. Reißen wir einfach erstmal dieses ganze Kram hier weg. Boden einmal durch. Dann fangen wir an, hier unseren ersten Tabakkram hinzubauen. Und den werden wir dann immer weiter... rumziehen. Das ist ja ein super geiler Strand, wie lang der ist. Holy shit. Das ist echt übel. So, du kaufst weiter Sachen zurück. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir kürzen Besuche. Das ist nicht so schön.
Jetzt ist eher die Frage, wie baut man sowas? Also da werden wir uns ja wahrscheinlich heute einfach die ganze Folge drum kümmern. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. Hier drunter wahrscheinlich Zigarren. Genau. Achso, ich will ja noch zu der alten. Um zu gucken, ob wir vielleicht dieses Holzfurnier-Ding wegkriegen. Und dann einfach sofort auf Holzfällerhütte gehen. Apropos, ich glaube, ich mache die hier weg, damit wir auf jeden Fall eine mehr haben. Wir werden aber noch mehr Holzfällerhütten bauen müssen. Jetzt müssen wir eigentlich auch noch einen Spot hinkriegen. Oder die bauen wir hier hinten so ein bisschen in die Ecke. Dass hier so ein bisschen Holzfäller hinkommen. Wäre auch interessant. Irgendwann will ich komplett die Holzfäller auch von hier verschwinden lassen. Irgendwann wird es so eine Insel geben, wo nur Holzfäller leben oder so. Tabak. Wow. Zigarrenmanufaktur braucht 30 Sekunden. Und Tabak 2 Minuten. Das ist ja genau das. So liebe ich das Verhältnis sehr viel mehr als das Verhältnis hier. Mit einer Zuckerrohrplantage und dann rum. So riesige Rumdingens und dann, weiß ich nicht, das bisschen Zuckerrohr für solche riesigen Fabriken. Fühle ich halt gar nicht, das Teil. Habe ich noch nie. Und wird sich auch nicht ändern. Dafür wäre eine Mod ganz cool, die das ein bisschen anpasst. So, wir gucken uns, glaube ich, erstmal die Gebäude an. Aber ja, okay, warte mal. Ich mache hier nochmal Pause. Wir schicken aber trotzdem erstmal hier eine hin. Ein Schiff zumindest. Alles, was wir eigentlich vielleicht frei haben gerade. Wo bist du denn? Stahlträgern? Willst du da? Nee, hä? Nee, du bist doch bei Kuba. Bist du richtig? Nee, Fische ist eigentlich Blödsinn. Das brauchen wir hier nicht abladen. Das nehmen wir noch mal mit. Bring das hier hin. So, du, dich hatte ich hier hingeschickt, das war Blödsinn. Du kannst auch hier hin. Dann gucken wir mal an Items. Faunaugen, welch seltene Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Weiß ich noch nicht. Das ist in der alten Welt. Ja, von mir aus, alte Welt juckt mich ehrlich gesagt gar nicht. Diese Welt gehört sowieso eigentlich nur den beiden. Hier habe ich eigentlich nichts vor. Also irgendwann werde ich da auch was holen müssen, aber das kommt erst so spät im Endgame. Bis dahin ist Willy halt weg. Der wird das Leben nicht hier so lange überstehen. Der wird irgendwann verschwinden. Wir brauchen mal ein bisschen mehr Lagerplatz hier. Das ist ein bisschen ätzend. Warum habe ich denn hier auch Heimauer? Da war was, ja, aber... Was ist das hier? Was ist der Unterschied? Ist das die Gerade? Das habe ich doch... Wollte ich eigentlich gar nicht runterladen. Ich habe mir die angeguckt und dachte mir so, ja, ist ganz cool, gerade Keimauern zu haben. Aber dann dachte ich so, aber ich habe dann kann ja gar keine Schrägen mehr so basteln. Also das hier verfällt dann komplett. Das würde dann die ganze Zeit so aussehen. Und da dachte ich so, nee. Also solche Sachen finde ich uncool. Das braucht es nicht unbedingt. Da würde ich auch schon ganz gerne mal gerade haben. Aber ja, gut. Weiß nicht, warum ich die jetzt runtergeladen habe, ehrlich gesagt. Aber ich finde es gut, dass ich die jetzt habe. Weil das anscheinend zwei verschiedene Keimauern sind. Lassen die sich denn überhaupt verbinden? Ja, okay. Ja, dann ist es mega. Guck mal, da haben wir nämlich eine runde Seite und eine eckige. Ist ja geil. Ups. So, angedockter Frachter. Aber hier haben wir nicht das, was ich will. Oder, nee, das ist ja sowieso hier drunter. Der hier. Obwohl, da will ich es auch nicht. Ist eh erstmal nur ein... Erstmal nur ein praktikabler Hafen und kein schöner. Flaggschiff erwartet Anweisungen. War völlig egal. So, dann ihr bekommt jetzt noch ein bisschen was dazu. Damit sollten wir jetzt hoffentlich genug Leute haben, um das Gröbste hier erstmal zu machen. Wie viele Leute brauchst du? 175? Holy shit. Ja, wir brauchen vielleicht doch noch ein paar mehr von denen.
Mal schauen. Vielleicht muss ich auch noch generell ein paar mehr platzieren hier. Können wir eigentlich auch. Ich will auch ungern mit irgendwelchen Inseln Minus machen. Ich glaube, das kann man nicht vermeiden. Gerade mit solchen Inseln. Aber... naja, mal schauen. Wäre nicht schlecht, wenn wir zumindest bis dahin kommen. So eine Boxkampf-Arena könnte ich dir noch gönnen und dann können wir ein bisschen Geld verdienen. Ich könnte nämlich locker in so eine Lücke hier. Mal schon mal platzieren. Hier haben wir übrigens die Hafenstädte auch, ne? Die gibt es jetzt in jeder Welt. Sogar in der Arktis. Kann man die dann platzieren? Ist richtig übel. Das haben wir ja auch mittlerweile. Muss ich noch ausprobieren, ob das geht. Mit dem Zeug. Was ist das denn? Stahlbeton. Hä? Moment. Eisenmine. Buildable on Goldvorkommen. Können eine Eisenmine auf dem Goldvorkommen platzieren. Hier, das ändert gerade alles. Das ändert gerade alles. Das heißt, wir haben jetzt 15 Sekunden Eisenmine. Der kann das abholen, den mache ich mal ein bisschen größer. Dann können wir eine Zementmine, buildable on Lehm, vorkommen. Ja, ist das nice. Okay. Hier haben wir noch eine frei. Brauche ich wirklich so viele Lehmvorkommen? Eigentlich nicht, ne? Ich würde tatsächlich gerne mal eine wegpacken. Hier, die hier. Jetzt habe ich eine Zementmine. Das ist ja geil. Okay, okay, okay. So, und Kohle. Füllerei. Haben wir hier schon einmal. Ich platziere hier hinten nochmal eine rein. Ah, die werden ein bisschen schlechter, aber das ist okay. Ist eh erstmal nur so ein bisschen hingesetzt. Das ist so hässlich alles, ne? Oh Gott, oh Gott. Freue mich schon, wenn wir das hier irgendwie hübsch hinbekommen. Aber wenn hier sich so ein bisschen angesammelt hat, dann kann man das auch besser planen, glaube ich. Das ist, glaube ich, generell eine bessere Methode. So, warte mal, wir haben eins davon. Oh. Zement nur eine Minute. Davon könnten wir zwei bauen. Dann wären wir hier auf 15 Sekunden. Aber dann brauchen wir davon ja viel mehr. Uiuiui. Vielleicht sollte ich die mal mit so einem Nates Windrad antreiben. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee, wenn die so langsam sind. Ich brauche aber auch nicht so viel. Wir haben super viel Eisen oder Stahl später, aber das brauche ich gar nicht. Also mir würden davon zwei Stück reichen. Warum kann ich die nicht bauen? Ich brauche ein Fenster. Okay, Moment, das kriegen wir hin. Ich habe kein Schiff mehr parat. Wo seid ihr alle? Oh, das war die Eskorte, die wir verkackt haben. Kann das sein? Ich brauche neue Schiffe. Ja, noch ein paar Clipper. Brauche noch mal zwei Clipper mehr. Okay, dann müssen wir Fenster runterbringen. Und dann können wir tatsächlich den Kram hier bauen. Zumindest mit den anderen Stahl hier anfangen soll, weiß ich noch nicht. Vielleicht braucht ihr irgendeine Produktion später Stahl. Ganz bestimmt sogar. Ein neuer Auftrag. Aber das ist ja schon ziemlich cool. Hallo Bente. Ein bisschen was abkaufen. Dann können wir ja doch Traktorenhöfe bauen. Dann können wir die noch ein bisschen produktiver machen. Nur das Problem ist ja die hier. Die müssen wir produktiver machen. Vielleicht die auch mit einem Windrad? Meine Tochter mag sie nicht. Wo habe ich denn die Windräder eigentlich? Wo habe ich die gesehen? Hier? Da. Oh, einen Moment. Muss ich kurz husten. So, die brauchen gar nicht mal so viel. 40 Tonnen Stahlträger ist eigentlich das teuerste. Aber 10 Segel. Produzieren wir eigentlich schon, ne?
Heißt, wir könnten hier irgendwie so ein Windrad reinpacken. Die Frage, wo wir das dann hier hinsetzen. Wahrscheinlich irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob das gilt. Wenn ich das hier rein theoretisch platziere, ist das ja ohne Straße, ist das touchy an die Dinger. Wir müssen das mal ausprobieren, ob das geht. Erwarten neue Horizonte. So, dann nimmst du mal einfach mal ein paar Segel mit. Da haben wir ein paar mehr da hinten. Schon sehr nice. Revolution beginnt. Aber wollte hier anfangen. Ich habe so viele Baustellen gerade. In die Takelage. In die Takelage, aber noch nicht. Erstmal hier ein paar Sachen mitnehmen. Sowas ist auch nicht schlecht. Wir haben ja genug Kohle, ne? 14 Millionen. Können wir erstmal gut was ausgeben. Zucker, Tabak. Das ist schon mal gut. Er bringt nicht viel, aber ich nehme jeden mit, den ich erstmal kriegen kann. Zuckerrohrplantage. Das ist nicht so geil. Den fühle ich jetzt nicht so. Ich will irgendwas für Tabak haben. Aber vor allem möchte ich... Oh, Bohrtürme. Erwartungskosten, nur ist interessant. Obwohl, die nehmen wir trotzdem mit. Jetzt fange ich an, hier Sachen mitzunehmen, die nicht so wild sind. Küche, Rumbrennerei, Wartungskosten auch. Gutmacher. Alle Schreinereien. Schokoladenfabrik, Zucker, nö. Das müsste ich gucken, wie der aussieht. Perlenfarm. Alle Köhlereien. Produktivität plus 30% und Kautschuk ein Fünftel. Interessant. Interessanter Dude. Ach, weißt du was? Ich nehm's mit. Ich habe hier ein paar Schiffe stehen. Noch bin ich ein bisschen spendabel und das wird sich gleich ändern. Alle Tierhöfe, Rumbrennereien. Das sind aber nur die Kack-Items. Ich brauche die besseren, Leute. Ich brauche die besseren blaue Items und so. Oder epische. Alle Tierhöfe plus 30%. Interessant. Tortilla-Bäckerei, den habe ich schon ein paar Mal gesehen hier. Arbeitskräfte ist mir erstmal egal. Ich möchte die Produktivität von den Gebäuden anpassen. Das wäre nicht schlecht. Zigarrenmanufaktur. Ja, genau das Ding. Muss, glaube ich, mal gleich gucken, was wir so brauchen. Tabak, das ist die bessere. Das ist schon mal in grün. Kurs gesetzt. Bitte, wir nehmen jede Hilfe an. Falsches Schiff angeklickt, schon schon, dann haben wir eine Aufgabe im Hals. Feindliche Bergung. Die Bewegung hat sich, hat es auf einige Kisten abgesehen. Mein Gott, wie oft kann man sich in einem kurzen Absatz verlesen? Die eins von La Corona Schiffen nach einer Schlacht zurückgelassen hat. Isabella hat sie gebeten, die Kisten zu holen, bevor sie es tun. Setz die Segel, ich hab da gar nicht so viel Zeit für. Ganz ehrlich. Kein Schiffe für. Das ist vor allem das Problem. Sind unterwegs. Egal, 4 Slots haben wir noch. Jetzt bitte, jetzt mal die richtigen Sachen, bitte. Nee, ja, das haben wir schon. Ich wollte gerade sagen, das Schiff kann schon mal ein Segel bekommen. Hat's aber schon. Kautschuk, nein. Rumbrennerei. Die grauen Items gucke ich gar nicht erst. Was ist das? Hutmacher. Jornaliero Arbeitskraft. Anstatt von Fehl zur Arbeit das Gebäude Alpaka-Wolle. Der ist zu gut, um den liegen zu lassen. Den nehmen wir mit. Schokoladenfabrik. Anstelle von Zucker verarbeitet das Gebäude Kaffeebohnen. Auch sehr cool. Sowas mag ich ja mal ganz gerne. Ich mag gerne die ganz normale Produktion einmal machen. Zigarrenmanufaktur. Sehr gut. Aber so effizienzmäßig ist es manchmal besser, sowas mitzunehmen. Poncho-Weberei. Produziert auch noch Segel. Was haben wir hier? Alle Produktionsgebäude. Der ist super, der Kerl. Das ist, glaube ich, einer der besten Items im Spiel. Ich kenne den auch gar nicht. Vielleicht gab es den vorher auch noch gar nicht. Vielleicht kommt der mit der Mod dazu. Bin mir dann nicht ganz sicher. Obwohl, den gab es, glaube ich, schon. Irgendwie habe ich den schon noch ein bisschen im Kopf. So ein bisschen das Gesicht.
So, das machen wir. Dann nehmen wir euch und schicken euch direkt wieder dahin. Weil ich habe immer noch nicht das Item, was ich möchte. Könnt ihr mal ganz kurz gucken. Wenn ihr mal ein Item sucht und ihr wisst nicht genau, wo ich das herbekomme und so weiter. Oder was es da so gibt. Ihr könnt hier einfach machen. Das ist alles egal. Unbekannt ist wichtig. Auf Lager könnt ihr auch ausmachen. Das ist alles unwichtig. Hauptsache ihr klickt dieses Unbekannt an. Und dann gebt ihr hier zum Beispiel mal Zigarren ein. Oder Zigarrenmanufaktur. Und dann wird euch alles angezeigt, was für die Zigarrenmanufaktur irgendwie interessant ist. Also all diese Items könnten interessant sein. Und ich glaube, das ist was Episches. Der da vielleicht. Nee, aber der ist krass. Der macht die Zigarrenmanufaktur, Schokoladenfabrik, Kaffeerösterei und alle Chemiefabriken der neuen Welt um Produktivität um 100% mehr. Arbeitskräfte wohl auch mehr, aber ist nicht so wild. Und vor allem die Wartungskosten ist aber auch nicht so wild. Hauptsache, du brauchst nicht so viele Gebäude davon. Und ersetzt die Arbeitskräfte der das Gebäude Artista-Arbeitskräfte. Das ist interessant. Salvador der Standhafte. Mhm. So, das ist auch alles Arbeitskräfte. Ist das ein blaues Item? Ist das doch ein Typ gewesen? Oder ist das sogar hier einer von denen? Ich guck mal ganz kurz drüber. Das ist die Items, die kann man sich richtig viel herstellen. Über einen Typen später. Liefert Elektrizität tatsächlich. Ist auch sehr interessant. Es gibt doch einen Typen, der die Eingangswaren verändert. Wie heißt denn der? Lero. Nein, nein, nein. Auch nicht. Zusätzliche Waren. Hä, what the fuck? Wo ist denn das? Explosionswahrscheinlichkeit plus 50%. Dampfturbine. What the fuck? Zigarrenmanufaktur. Bin richtig. Ziemlich sicher, dass es das ist. Und ich kenne das Item eigentlich. Aber ich finde ihn hier nicht. Das ist sehr interessant. Warum nicht? Zigarren einfach nur. Okay, hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Nutz Pflanzenfarm. Ach so, weil wir da Zigarren bekommen direkt. Okay, das ist interessant. Okay, es gibt eigentlich einen Typen. Der sagt... Also ich könnte schwören, ich lade einen anderen Spielstand und hab ihn dann direkt. Weil ich habe den immer genutzt. Der sagt, dass dieses Ding hier, die Zigarrenmanufaktur, wo wir gerade drunter geguckt haben, dass es anstatt Holzfurnier nur noch Bretter benötigt. Und dann sparst du dir halt dieses dicke Gebäude. Es ist mir egal, also wir können es gerne auch mit den Holzfurnieren machen, aber es gibt es, das Item, und ich finde es jetzt gerade nicht. Das macht mich eher ein bisschen kirre. Neue Befehle? Wenn es noch weiterhin geben würde, nur ich bekomme es nicht, ist eine Sache. Aber so? So ist doof. Koordinaten eingezeichnet. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Aber ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas anderes bekommen können. Tabak. Oh, da kriegen wir Kakao drüber. Das ist sehr geil. Zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Ja, ist mir egal. Das will ich haben. Den Bodenkundler. Ist nicht ein Schiff irgendwie unterwegs hierhin? Da vorne? Auf ihren Befehl. Mach mal hinne. Mach mal schnell. Mach ein bisschen Speed. Da ist noch eins. Eins von euren Schiffen möchte ich haben. Guckt ihr den an. Der richtige Flitzer. Und finde ich immer gut, dass die Luftschiffe auch hier um die Berge rumfliegen. Anstatt hier einfach über die Insel. Aber da ist er doch schon wieder. Achso, das ist eine Patrouille. Deswegen. Weil normalerweise machen das Luftschiffe doch. Wir kennen das ja auf Kuba. Ist auch hier ist immer ganz wild. Ach, komm schon. Warum habe ich langsam gemacht? Ich weiß es nicht. Okay, so. Das Ding will ich haben. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Ansonsten fangen wir gleich mal an. Bohrtürme, Produktivität. Die ist auch immer richtig geil. Oh, da war noch einer. Poncho-Weberei. Nee, Poncho. Kaffeerösterei.
Das nehmen wir auch schon mal mit. Kaffee kommt auch bald. Fangen wir direkt mal hier an, ein paar Sachen einzukaufen. Beeinflusst Küche. Anstelle von Fischöl verarbeitet das Gebäude Kakao, aber dafür kriegen wir noch Schokolade raus. Das ist auch mal super cool irgendwie gemacht. Das ist schon mal richtig nice. Aber es ist schön, wenn man schon ein bisschen Geld am Anfang hat, ne? Da muss man nicht das alles auf hinten verschieben. Sondern kann einfach direkt schon mal anfangen. Tabak, die hatten wir aber schon. Brauche ich, glaube ich, nicht nochmal. Mist vorerst. Alle minus Zementwerke. Plus 50%. Irgendwie finde ich den gerade zu gut. Blaue Dinger sollte man mitnehmen. Die will ich... Und da ist noch eine. Will ich alles haben. Okay. Dann kommen wir mit den ganzen Schiffen hier mal wieder hin. Haben wir einige Items. Auch wenn Kaffee hier nicht hinkommt. Wir laden das jetzt erstmal hier ab. Irgendwo müssen wir anfangen. So, und dann gucken wir mal. Also, ich muss vor allem erstmal das gucken, das Verhältnis. Wie viele Gebäude wir von welchem Ding brauchen. Und wir müssen noch hier irgendwo eine Handelskammer hinsetzen. Das ist auch ganz wichtig. Bin ich hier schon wieder am Suchen und finde nichts. Also, wir brauchen 30 Sekunden, 2 Minuten. Das ist sowieso immer ein bisschen aus der Riege raus. Davon brauchen wir 2 allein schon. Und ja, Holzfällerhütte juckt nicht. Wie gesagt, das ist... Wir setzen hier hinten einfach nochmal 1, 2 hin. Damit das Thema auf jeden Fall durch ist erstmal. Holz sollten wir auf jeden Fall genug haben. So, ich würde aber gerne davon noch eine zweite mindestens platzieren. Wenn nicht sogar noch eine dritte. Machen wir immer so einzelne Höfe davon. Dass das ein Produktionshof ist und dann nächstes. Alles voller Zigarren wird auch wild, oder? Was machen wir denn dazwischen immer mal? Ist als Kontrast brauche ich ja auch irgendwas. Da wollen wir hier noch was anderes anbauen. Kräuter rein, theoretisch. Nee. Kakao könnten wir auch hier anpflanzen. Daraus Schokolade machen. Ja, dann können wir Stahlwerk ja auch hier bauen. Oh, wie cool sieht das denn aus? Sehr nice. Woher kenne ich dieses Gebäude? Können wir mit den, aus den restigen Stahldingern das hier bauen? Mach zumindest eins, dann können wir hier wenigstens Stahl herstellen. Fenster können wir auch hier herstellen. Das ist auch wieder eine Pit. Auf der Lehmgrube. Hä, wie cool ist das? Dass das alles hier geht, das habe ich gar nicht gesehen. Ich war so vom Stahlbeton schon hypnotisiert und bin direkt drauf, so. Ja, okay, ihr Kriegsschiffe bleiben doch im Norden. Ich will davon eins. Lass auch wieder blau aussehen. Auf ihren Befehl. Das sollte ich runterbringen. Fenster, ne? Nur mal ganz viele Fenster runter. Na, Karadas. Und dann kriegen wir langsam den Kram auch hin. Ey, ist das geil. Ist das geil. So. Ich brauche. Haben wir das schon drüber geladen? Nee. Unterwegs, oder? Hier. Erwarten neue Horizonte. Nee, gar nicht. Ja, das ist das, was ich gerade verschickt habe. Wo ist denn das Schiff mit den Segeln? Oder habe ich das wirklich schon drüber geladen? Habe ich schon. Okay. Ach, das kommt gerade an. So, der muss näher dran. Der ist auch egal. Ihr seid alle leer. So, wir haben jetzt einige Typen. Jetzt versuchen wir erstmal das hier, eins am anderen, ne? Kennt man bei mir nicht so wirklich, aber egal. Wenn wir von 100 sind, ist 1000ste. Jetzt versuchen wir das mal, ob das geht. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran, aber es würde mich mega freuen. Ein letzter Blick. So, und wir haben jetzt hier so ein kleines Windrad. Nee, das funktioniert nicht. Es muss tatsächlich eine Straße drunter sein. Brotknappheit.
Auf Kuba, ja. Okay, Leute, ihr braucht kein Brot. Schade. Also es muss an eine Straße. Wie machen wir das dann? Aber ihr seht, warte. Kann das denn nicht... Hey, kann ich das bitte verschieben? Okay, das geht nicht. Ihr seht hier, das ist nur eine ganz kleine Reichweite. Also muss es direkt an die Gebäude platzieren. Das heißt schon mal zum Beispiel hier, das würde glaube ich schon gar nicht mehr funktionieren. Das geht nur 1, 2, 3, 4, 5 Felder weit. Und das wäre hier schon viel zu weit. Ich will das hier platzieren. Muss aber wahrscheinlich dann gegenüber. Das gefällt mir nicht. Kriege das da nicht rein. Und zwei davon will ich auch nicht platzieren. Ist ja auch zu much. Ein Ding hier irgendwo. Da wäre es echt so perfekt. Aber ich kriege das da nicht rein. Das mache ich nur. Also ich könnte hier das wegreißen, da was wegreißen. Da haben wir so zwei Straßen neben. Stelle ich mir nur extrem hässlich vor. Hier echt so eine, da so eine Straße. Wir versuchen es einfach mal. Da so hin. Ja, jetzt sind hier Laternen. Übrigens habe ich das auch oben geändert. Aber das erkläre ich euch irgendwann mal. Hat hier eigentlich erst andere, die haben wir glaube ich auch noch nie gesehen, ne? Eigentlich so andere Dinger, so Stromleitungen, die an den Seiten sind. Aber jetzt habe ich eine Mod drin, wo es Laternen sind. Und das hat den Grund mit den Kreisverkehren und so weiter, damit das besser aussieht. Jetzt habe ich es euch doch schnell erklärt. Moment. Nee, ich will hier bitte einmal... Nee, ich will die Palme. Euch beide. Habe ich die hinbekommen? Top. So. Ja, das sieht halt jetzt kacke aus. Wir könnten vielleicht die imbesische Straße nehmen. Sieht da vielleicht ein bisschen besser aus. Oder diesen Weg hier. Ne, der sieht auch nicht besser aus. Wir nehmen die Straße. Die fällt nicht so sehr auf. Das will ich eigentlich. Ich will, dass es nicht so sehr auffällt. Die beiden Laternen fallen dann, glaube ich, irgendwie am meisten auf. An der Stelle. Aber ne, egal. So. Wir haben das Teil, das produziert Strom für die beiden Dinger und die arbeiten mit 200%. Das heißt, die Dinger werden komplett ausgelastet. Wir haben richtig viel rum auf der Insel. Die sollten gar nicht mehr meckern. Und werde ich hier irgendjemanden hören, der sich meckert, der hier rummeckert, ne? Dann werde ich aber, bin ich wild. So, und wir haben nichts geschafft von dem, was ich eigentlich wollte, nämlich Zigarren heute machen. Ist top. Ist auch echt schwer. Da irgendwas hinzubekommen. Wir brauchen noch das Handelsding. Die Handelskammer. Die können wir vielleicht irgendwo auch hier hin platzieren. Damit die hier vielleicht noch gegebenenfalls was mit reinnimmt. Oder wollen wir noch einen größeren Hof machen hier in der Mitte? Wir würden gerne. Muss ja hier nicht unbedingt sein. Aber eine Schiene. Könnten auch die Schiene hier durchgehen lassen und dann so einen Bahnhof hier lang machen, oder? Das wäre auch geil irgendwie. Oder wir machen das hier geradeaus. Und machen die Dinger hier näher dran. Boah, ist schwierig, Leute. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ist gar nicht mal so einfach. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie... Eigentlich ist es schon das Beste, hier jetzt die Straße auch lang gehen zu lassen. War eigentlich nicht mal ein Plan. Steht die Straße nämlich wieder da. Mach die auch ein bisschen weiter nach hinten. Hier haben wir eh schon eine Straße, dann machen wir die mal.
So. Muss hier mal ein paar Bäume wegreißen. Ich sehe wieder gar nichts. So ein bisschen freiflächiger. So, wie sieht das Gebäude aus? Also das ist, glaube ich, hier immer ganz wichtig, dass das nicht so allzu hoch ist. So finde ich es nämlich nicht so hübsch. Hier wäre es okay und in die Richtung wäre es okay. Damit das ein bisschen weiter unten ist. Hier finde ich es nicht allzu wild. Hier darf das ruhig. Also dass es immer nach da hinten hin abfälliger ist. Finde ich das Gebäude irgendwie hübscher. Ja, kann man sogar so machen. Denke ich. Die Gebäude eigentlich aus. Okay. Die haben hier eine Mauer. Ich dann auch eher nach außen. Und das hier kann eher nach innen. Muss hier aber gar keine Straße lang. Hier könnten wir auch einfach Erde. Einen anderen, diese andere Erde lang machen. Hier, die hier. Nicht irgendwie besser. Wir könnten das hier als Mauer auf jeden Fall schon mal nehmen. Oder sogar die hier. Oder wir beide. Ja, abwechselnd. Mal das, mal das. Je nachdem, was hier an der Innenseite für eine Textur ist. Und wir sind da davon abhängig. Dann würde ich gerne die Handelskammer, die hatten wir jetzt da, irgendwo hier rein platzieren. Soll ich Ihnen zeigen? Das würde ich dann gerne alles mit Strom betreiben. Das heißt auch so ein Windrad hier vielleicht rein. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Platz. Warte mal, die Mauer will ich hier außen hin haben. Bisschen besser. Hier ist sozusagen jetzt der Eingang. Hier machen wir das Gleiche. Dann kommt gleich auch noch hier überall Farmen rein. Da müssen wir gleich mal schauen, wie viele wir brauchen. Wir können erstmal hiermit anfangen. Wir haben ja leider nur 3 Slots. Das heißt, in diesen 3 Slots müssen einerseits Dinger für die Zigarrenmanufaktur und für die Farmen. Wir müssen beides hier irgendwie reinbringen. Alle Produktionsgebäude plus 50% ist natürlich super. Jetzt mal die ganzen Sterne wegmachen. Zigarrenmanufaktur. Ich glaube, das ist so safe, das Item. Tabakplantage. Das ist auch safe. Alumin. Türverkäuferei. Nö, nö, nö. So, jetzt könnte man sagen, das hier vielleicht oder eher das. Ich bin eher für Produktionsgebäude, dass die besser sind. Ich habe lieber mehr Farmen. Das ist mir irgendwie lieber. Denn wir können ja mit Öl hier recht viel machen. Wie sieht das eigentlich aus? Hier irgendwas schon mal angekommen? Nö. Echt scheiße, jetzt bin ich hier wieder rübergegangen. Okay, damit können wir leider noch nichts machen. Dann lass uns aber dieses Windrad nochmal bauen. Überlappender Radius. Ah, scheiße. Das darf nicht mit der Handelskammer überein. Ja, da war was. Das ist der Nerf. Was ich auch echt gut finde. Darf ich das dürftig rein theoretisch setzen? Mit Biogas antreiben. Das Kohlekraftwerk haben wir irgendwie nicht, ne? Kleines Ölkraftwerk. Also wir könnten auch mit Ölkraftwerken arbeiten. Dafür bräuchten wir mal mehr Obreros. Mist, wie gern ich das hier gemacht hätte. Aber das dürfen wir da nicht zusätzlich. Und wir haben das andere Kraftwerk irgendwie noch nicht. Kohlekraftwerk halt geil. Das einfach mit Kohle betreiben. Auch wenn wir hier noch keine Kohle abbauen, könnten wir aber machen. Aber ich weiß nicht, ab wann ich das kriege. So, wir müssen mal ganz kurz schauen. Kann ich hier irgendwie außerhalb ein Lagerhaus setzen? Nee. Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Der kommt nicht so weit. Der kommt maximal bis hier. Das ist dumm, ne?
Ja, aber mittendrin Lagerhaus haben finde ich irgendwie doof. Das mag ich nicht so. Hier könnten wir noch ein bisschen Deko hinmachen. Ja, komm, wir machen das Lagerhaus hier rein und dann fange ich an, so ein paar Wege hier rauszumachen. Zu so farmen. Hm. Gegenüber sieht kacke aus, ne? Wir könnten das vielleicht so ein bisschen drehen. Da ist ja auch so eine Tür. Das sind überall Türen. Das Ding hat drei Türen zu jeder Seite. Tabako. Schön. Ein Ziergebäude könnte hier noch gut hinpassen. Oh, ich bin schon wieder über eine Stunde. Also für die Folge Gott sei Dank noch nicht, weil ich einmal ja ein bisschen geskippt habe. Sie mehr Zeit für ihre Familien. Ich das ist trotzdem nervig. Also ich muss jetzt langsam wieder schon zum Ende kommen. Das Projekt am liebsten jeden Tag bringen, aber ich weiß, dass ich es selbst nicht hinbekommen würde. Was ist hier das Problem? Du holst dir, okay. Mach das noch einen größer. Dann drehe ich das einmal um. So. Warum ist hier Gras? Hallo? Das bitte weg. Was ist mit dem Gras? Jetzt ist es weg. Okay, sehr gut. Lass uns hier doch nochmal einen anderen Weg lang machen. Ich bin, glaube ich, mittlerweile ein großer Fan von diesem Wüstenweg da. Oder wollen wir hier sogar mal mit der Straße arbeiten? Ja. Ich glaube, hier könnte ich das mir ganz gut vorstellen. Mal ein bisschen Straße. Kostet hier übrigens auch mal einen Pflasterstein. Das brauche ich alles nicht. Ja, hier gibt es sonst, glaube ich, nichts Interessantes irgendwie dafür. Wir brauchen die 3000, damit ich den Strom geben kann. Und dann brauchen wir ja auch noch das ist den Tankhof. Das wird schon knifflig alles. Wir machen hier komplett Mauer drumherum. Riesiges Gebiet. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich alles hier Mauer bleibt. Das ist richtig heftig. Aber so ungefähr. Keine Felder, keine Arbeit. So, aber die Dinger können wir schon mal setzen, ne? Sieht das aus? Ja, der Weg ist cool, aber der Weg nicht. Setz den mal weg und baue nochmal den Embeser-Weg. Der ist irgendwie ein bisschen dichter. Der ist nicht so viel grün wie bei dem anderen. Vielleicht liegt es wirklich daran. Also der Unterschied ist ja wirklich nur, dass hier in der Mitte grün ist oder hier an den Seiten diese kleinen Dinger. Und die sind hier halt braun. Ja, dass da so ein bisschen Gras durchkommt und hier dieser Wüstensand. Und der macht echt sau viel aus. Finde ich echt krass. Kann man den eigentlich mal hier und da den anderen Weg nehmen? Ja. Boah, jetzt wird's richtig Detailarbeit, Leute. Das ist ja richtig krank. Ja, wieso was macht der so bekloppt? Vorsicht, Hefe. Also ich werde es tun. Machen wir hier noch eine. Ups. Eine Hütte hin. Jetzt fangen wir mal an. Also wir dürfen 292 Felder machen. Das ist schon mal richtig cool, muss ich sagen. Gefällt mir. Das ist eine große Anzahl. Kommt ein bisschen was zusammen. Okay, vamos. Vamos, vamos, por favor. Vamos, vamos, die Senior. So. Boah, das wird richtig übel. Es könnte ein bisschen eintönig werden.
Das wird, also es ist ähnlich wie das Kaffeefeld halt. Das ist ähnlich Problematik, die ich hier sehe. Dass alles sehr braun wird. Ich glaube, da darf man nicht so sehr drauf achten. Oder muss man echt sagen, scheiß drauf. Alles nur einmal im Jahr. Ah, warte, dann müssen wir die Mauer nochmal umändern. Ist ein bisschen schade, dass das mal auf der anderen Seite dann auch so aussieht, aber, ne? Ihr kennt es. Ah, ne, diese Hacienda-Tore sind kacke, ne? Die haben dann gleich diesen Hacienda-Boden. Oder fällt das gar nicht auf? Also da nicht so sehr, der Übergang ist nicht so krass, aber hier schon. Vielleicht machen wir das, aber hier ist ja auch überall braun. Da ziehen wir einfach die braune Mauer durch, also die Sandmauer. Da fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so auf. Das können wir echt machen. Drehen wir das Tor jetzt um? Also Tor eher nach außen geöffnet oder eher nach innen? Das ist eine gute Frage. Hier sind Lampen. Das würde ich sagen eher nach innen, ne? Also die Lampen eher nach innen und das Tor nach außen. Ja, wir machen das mal so. Da hat mir hier so ein bisschen... Der Weg ist ein bisschen zu kurz, finde ich. Jetzt sollten wir die Gebäude eher noch ein bisschen weiter nach hinten setzen. Warte mal, kann ich das einfach nehmen? So, ja, ist okay. Das darf alles weg. Ist das richtig? Ja, hat die richtigere Seite. Okay, perfekt. Nicht alle halten dem Druck stand. Warum bist du weggegangen? Scheitern? Hä? Oh nein, ich habe das Schiff zurückgeschickt. Aber es stand auf der falschen Seite, oder was? Och nö, ich hasse es. Ich müsste nochmal irgendwie eine Benachrichtigung bekommen von wegen so, weiß ich nicht, 5 oder 10 Minuten vor Ende der Quest. So von wegen, denken Sie bitte noch einmal an eine Quest. Sowas. Da bräuchte ich nochmal irgendwie eine kurze Erinnerung daran, dass es da noch was offen ist. Das ist okay. Dann würde ich die auch machen können. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Aber tut mir leid. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Ja, so könnte es tatsächlich was werden. Mit Strom und all dem Kladderadatsch könnte es noch krasser werden. Wie viel machen die jetzt? 15, 50, 5, hä? Der hier auch? Alle Produktionsgebäude, da hatte ich die nicht auf dem Schirm. Produktionsgebäude sind für mich die hier und das sind Farmen. Aber okay, von mir aus. 165%. Also 265%. Das ist schon krass. Alle an ihrem Platz. Der kann anfangen. Damit machen wir unsere ersten Zigarren. Also Kuba wird langsam. Dann machen wir hier... Ja, ich weiß noch nicht genau, wo wir was hinmachen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich können wir davon auch einfach noch mehr platzieren nachher. Was machen wir hier denn eigentlich als Zierde hin? Wir haben die so komischen Kram. Häufchen von Tabak wahrscheinlich. Getrockneten Tabak. Ich würde ihnen halt gerne irgendwie was geben, aber ich wüsste nicht was. Kisten wahrscheinlich einfach. Oh, hier ist der Karren. Ist das für dich der Haupteingang? Das hast du dir mehr als verdient. Okay. Ja, kann ich verstehen. Hier ist am meisten Platz. Aber wenn ich den so rummache... Ah, so schlimm ist es mit der Mauer vielleicht auch nicht da an der Stelle. Ein Geschenk für mich, das ist sehr beliebt. Du wirst das Schiff schon schaukeln. Muss ich aber abholen. Ja, ist immer bitter, wenn man ein Geschenk bekommt. Muss man sich aber selbst abholen. Geschenke per Selbstabholer.
Also, das kann schon mal nicht verkehrt sein, weil die ja Holz brauchen. Ah, ich möchte hier eigentlich noch nicht dekorieren. Ich will jetzt eigentlich Schluss machen. So, Fässer, wo was drin gelagert wird, kann ich mir gut vorstellen. Das ist mir zu heumäßig. Ich kann das schon gar nicht mehr erkennen. Das sind auch so kleine Fässer. Das so gerne in diesem Ton haben, ne? Das wäre echt perfekt, wenn sowas auch noch geben würde. Da ist nochmal irgendwelche Fässer und Kisten. Wo haben wir denn hier noch mehr Holz? Genau, das hier als Holz. Machen das mal außen und die beiden so. Eine Palme. Bisschen Gras. Jetzt steht der Typ immer noch hier, aber der sollte sich später mal umsetzen. Hier machen wir wahrscheinlich einen Weg durch und hier dann noch mehr Bauern. Und hier hinten dann auch nochmal irgendwie Bauern hin oder so. Oh, wir haben keine Pflastersteine mehr. Aber das ist ein Problem, worum sich der Zukunftsmagus kümmern kann. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!